Jeffrey Epstein sorgt immer noch für Schlagzeilen. Vor 4,5 Jahren hatte sich der skandalumwitterte US-Millionär in seiner Zelle in einem New Yorker Gefängnis erhängt. Aber nun veröffentlichte ein Gericht erstmals die Klarnamen von rund 170 Personen, die in dem Prozess und den jahrelangen sexuellen Missbrauch von minderjährigen Mädchen eine Rolle spielten. Darunter befinden sich zahlreiche Prominente wie der britische Prinz Andrew, der King of Pop Michael Jackson und der frühere US-Präsident Bill Clinton. Allerdings bedeutet das nicht, dass die auf 900 Seiten aufgeführten Personen aktiver Teil des Epstein-Missbrauchsnetzes waren. Epstein hatte jahrelang auf seiner Privatinsel in der Karibik Sexpartys veranstaltet. Dabei wurden zahlreiche, auch minderjährige Mädchen, sexuell missbraucht, nachdem sie unter Drogen gesetzt wurden. Damit blicken wir zu Bastian Hartwig nach New York. Guten Morgen, Bastian. Diese Liste, die liest sich eigentlich wie ein Who is Who der Promi-Welt. Welche Konsequenzen sind aber jetzt tatsächlich noch zu erwarten? Naja, direkte Konsequenzen sind aus diesen Namen oder aus dieser Liste von Namen erst einmal nicht zu erwarten. Viele von diesen Namen und viele von den Details, die da auch genannt worden sind in diesen 900 Seiten, du hast es ja gesagt, Prozessakten, die da veröffentlicht worden sind, die waren eigentlich im Nachhinein schon bekannt, also zumindest die brisantesten Details, im Vorhinein schon bekannt, Entschuldigung, aus früheren Medienberichten, aus Aussagen, aus Interviews zum Beispiel, wusste man also schon von vielen von diesen prominenten Menschen. Einige Namen, die da noch drinstehen, du hast ja gesagt, who is who, also David Copperfield zum Beispiel wird da noch erwähnt, der soll bei Jeffrey Epstein einmal zumindest beim Abendessen da gewesen sein, aber auch Ex-US-Präsident Donald Trump, der steht zum Beispiel auch da drin und dessen Name ist eben gefallen, soll gefallen sein in Jeffrey Epsteins Privatflugzeug auf dem Weg nach Atlantic City, in der Casino-Metropole an der Ostküste, da hat Donald Trump ja mehrere Casinos besessen und da soll Jeffrey Epstein gesagt haben, wenn wir dort ankommen, dann rufen wir bei Trump an, aber da hört es dann eben auch schon auf. Also es gibt hier keine Beweise, dass da noch weitere prominente Menschen tatsächlich in diese dunklen Machenschaften um Jeffrey Epstein da wirklich verwickelt sind. Aber es zeigt eben, mit welch mächtigen Menschen, mit welch reichen und prominenten Menschen er sich umgeben hat. Und es ist aber jetzt nicht zu erwarten, dass es hier tatsächlich zu neuen Enthüllungen noch kommt, zu brisanten Enthüllungen. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass zumindest aus den Dokumenten, die bis jetzt veröffentlicht worden sind, einige kommen ja noch, aber aus dem, was bisher veröffentlicht wurde, ist nicht zu erwarten, dass es hier noch zu weiteren Anschuldigungen oder gar zu weiteren Anklagen kommt. Bastian, danke für deine Einordnungen nach New York. Die Epstein-Affäre weiterhin kein Ende. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.